Hallöchen zusammen! Ich hatte mal wieder Lust, neue Leinen für die Hunde herzustellen und ich habe daraus einfach ein Tutorial gemacht, weil das schon mal angefragt wurde. Das ist alles sehr universell gehalten, denn das Gute am Leinen selber machen ist ja, dass man alles für sich passend auswählen kann. Deswegen zeige ich euch einfach hier, wie ich meine Leinen mache. Viel Spaß! Für die Leine nutze ich 10 mm ppm Seil und für die Takelung Mikroparacord in der Stärke 1,4 mm. Für die Herstellung benutze ich außerdem O-Ringe, Karabiner, Endkappen, Nadel und Faden, eine Schere, Klebeband, Flüssigkleber und ein Feuerzeug. Ich wähle die für mich passende Länge des Seils. Man muss bedenken, dass die Leine durch Knoten und den Umschlag an den Karabinern verkürzt wird. Bei meinem 10 mm Seil rechne ich ungefähr mit 10 cm Längenverlust pro Knoten. Wie lang der Umschlag an den Karabinern werden soll und damit auch die Takelung, kannst du natürlich selber festlegen. Egal wann und an welcher Stelle PPM-Seil oder Paracord-Seil geschnitten wird, ist ein Tipp, vorher die Stelle mit Klebeband feste zu umwickeln und dann ungefähr in der Mitte des Klebebandes zu schneiden. So hält das Seil seine Form und die Fasern fransen nicht so stark aus. Jede Schnittkante muss mit Feuer angesenkt und verschmolzen werden. Fädele deine Ringe auf und verknote sie locker. Die Knoten müssen noch nicht an der richtigen Position sein, du kannst sie später noch verschieben. Aber je nach Ring bzw. Karabinergröße kannst du die Ringe nicht mehr später auffädeln. Die Schnittkante des Herstellers ist oft nicht so sauber und die Fasern biegen sich nach außen. Diese Kanten schneide ich einfach ab. Danach verschmelze ich die Schnittkante neu. Immer wieder erhitze ich das Seil neu und drücke die Kante schnell auf einen alten Teller, um das flüssige Plastik zu formen. Es ist nicht schlimm, wenn das Klebeband mitschmilzt oder sich das Seil etwas schwarz verfärbt, solange es sich um die Stellen handelt, die von den Endkappen bedeckt werden. Das restliche Klebeband wird vorsichtig entfernt. Es sollten keine Fasern abstehen oder ausgefranst aussehen, damit sich das Seil nicht über die Zeit auflöst. Ohne Kleber teste ich, ob die Endkappe passt und fülle sie dann mit etwas Flüssigkleber. Am besten gelingt es, die Endkappe mit Drehbewegungen aufzuschrauben. Bevor ich mit dem Nähen beginne, lasse ich die Endkappe antrocknen, damit sie während meiner weiteren Arbeit nicht doch noch abfällt. Und dann geht es ans Vernähen des Umschlags, um den Karabiner zu befestigen. Das Vernähen dient der Stabilität der Leine, sollte sich die Takelung mal lösen. Aber es hilft auch beim Takeln selbst, damit man das Seil nicht festhalten muss. Es ist von Vorteil, einen Faden zu wählen, der eine ähnliche Farbe hat wie das Material der Takelung. Besonders wenn man noch nicht perfekt takeln kann und vielleicht kleine Lücken in der Takelung entstehen, dann sieht man auch bei den kleinen Fehlern die Fäden nicht so sehr. Überlege dir, wie breit deine Takelung werden soll und vernähe auch nur in diesem Bereich. Sonst sieht man eventuell oben und unten und zwischen den Seilen die Nähte. Ich achte beim Nähen darauf, die Knoten möglichst innen zu verstecken. Außen am Seil sollte die Oberfläche schön gleichmäßig sein, da man sonst Hubbel in der Takelung erhält, die man auch nicht immer ausgleichen kann. Deswegen auch beim Nähen ordentlich sein. Und dann den Faden am besten innen vernähen. Um zu bestimmen, wie lang die Schnur für die Takelung sein muss, kannst du einfach mal locker takeln, ohne die Schnur zu verknoten. Nutzt du eine Paracord-Schnur, müssen auch hier natürlich die Enden dann nach dem Abschneiden versiegelt werden. Ein Ende der Schnur lege ich als Schlaufe, die zum Karabiner zeigt. So liegt die Schnur doppelt in dem Zwischenraum der beiden Seile. Die kurze Seite der Schnur muss später unten, am Ende der Takelung, herausschauen können. Die lange Seite der Schnur ist dann die, mit der ich die Seile umwickel. Die Schlaufe dient dem späteren Verknoten der Takelung und sollte groß genug sein, dass du ohne viele Probleme die Schnur durchführen kannst. Dann beginne ich, unten am entgegengesetzten Ende der Schlaufe zu takeln. Ich umwickle also immer beide Seile der Leine und beide Schnüre der Takelung. Ich takle zur Schlaufe hin und achte darauf, stramm und gleichmäßig zu takeln. Wenn das nicht gelingt, öffne ich die Takelung wieder und beginne einfach von neuem. Oben angelangt führe ich das Ende meiner Schnur durch die Schlaufe und ziehe die Schlaufe langsam feste, indem ich unten am Ende an dem herausschauenden Faden ziehe. Dabei achte ich darauf, dass auch die letzte Umrundung meiner Takelung feste anliegt. Die Schlaufe wird jetzt also samt Schnur unter der Takelung hindurchgezogen. Ziel ist es, die Schlaufe bis zur Mitte der Takelung zu ziehen, beide Enden abzuschneiden und zu verstecken.
Die Schlaufe wird also nicht vollständig hindurchgezogen. Ich ziehe die Schlaufe also langsam Richtung Mitte, kürze die Schnur oben, verschmelze sie und ziehe dann erneut an der unteren Schnur, um die obere Schnur in der Takelung verschwinden zu lassen. Dann kürze und verschmelze ich die untere Schnur und verstecke sie zwischen den Seilen. Der ganze Vorgang der Takelung wiederholt sich natürlich für jeden Karabiner. Und dann war's das auch schon. Ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen und geholfen. Bis zum nächsten Video.